Das ist wohl so. Zu hoffen, dass sich jemand ändert, ist der falsche Weg. Meiner Meinung nach. Aber ich denke trotzdem... Dobby! Wie geht's dir denn? Super schön, dich zu sehen, Dobby. Was geht ab? Teil der Qual. Alles klar, alles klar, alles klar. Rein Scheißrunde. Ich will erstmal mit Jen den Gender fordern. Hello, Drix. Was geht? Wie geht's dir? Nexus, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist schon so der Fall, aber ich denke halt auch in einer guten Beziehung lernt man auch von dem anderen so, sag ich mal. Wie gesagt, ich habe halt auch gelernt, mal nicht irgendwie alles durchplanen zu müssen, sondern auch einfach mal ohne diese morgendliche Stressroutine einfach mal auf den Balkon zu gehen, einfach mal zu chillen, einfach mal einen Sonnenaufgang zu zweit genießen oder irgendwie sowas. Mein Freund hat mich krass verändert, aber so, dass ich das erste Mal glücklich bin. Fuselball, das ist richtig gut, Mann. Der Killer wird Dizzle freuen. Was soll das denn jetzt heißen, Ela? Ist es ein Trapper? Ela, sag nicht, dass es ein Trapper ist, bitte. Oh! Hallo, Hagarina. Señorita Hagarina! Hello. Señorita Hagarina! Señorita Hagarina! 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 Señorita Hagarina! Oh Mann, ist das schön, Leute. Richtig geil. So, wir lösen die Falle hier aus. Hallo, Hagarina. Schnipp, was geht ab bei dir? Was ist hier los? Spielen wir mit zwei Leuten, die... Okay. Alles klar. Man lernt Dinge vom anderen. So sieht es nämlich aus. Man kann hier und da Form aber ändern. Hello. Gut, dann lösen wir mal die Falle hier aus, Leute. Ihr habt es oft genug gesehen im Stream, wie man am besten gegen eine Hexe spielt. Okay, das Ding ist durch. Ich weiß nicht, was dieser Dwight spielt, Leute. Aber das hier ist echt krasses Gameplay. Und mit krass meine ich, ich verstehe nicht, was der Dude macht, dass er die ganze Zeit konstant wieder zurückrennt zu seinem Hook. Dwight weiß leider nicht, wie man die Fallen nicht auslöst. Dwight weiß leider nicht, wie man vom Killer wegrennt. Wir machen die Fallen da vorne später dann nochmal hin. Sascha ist auf jeden Fall in der Nähe vom Haken. Sie weiß nicht, wie man Generatoren repariert. Oh, sie wird down gehen am Haken. Dwight spielt auch Minecraft. Sie wird eine Falle auslösen und sie wird dann... nicht gegrabt werden. War das Zufall, dass du mit Sascha in eine Lobby gekommen bist oder Absicht? Check mal den Streamtitel, Schnipp. Check mal den Streamtitel. Wer lesen kann? Ganz genau, Schnipp. Wir machen nämlich hier eine Escape Streak. Eine Duo Escape Streak. Aber wenn die Matches so laufen wie hier, Leute,
na 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 na, Señorita. Na 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 na. Cool. Hat sie durchgezogen oder nicht? Hat sie. Holy fucking schmoly, Mago! Holy fucking schmoly, Mago! Man nannte ihn des Mago, ich danke dir von ganzem Herzen, Mann. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Danke dir für die 14 fucking Monate, Mann. Danke dir für die Liebe und den Support. Vielen, vielen lieben Dank. Leute, gegen eine Hexe spielt ihr ein klein wenig anders. Falls ihr euch jetzt fragt, oh, Dizzle, warum hast du die Chat nicht gelobt? Warum hast du die Palette gezogen? Die Antwort ist sehr simpel, Leute. Der Grund, weshalb ich die Palette gezogen habe, ist der, dass diese Hexe, die macht Paletten kaputt. Solltet ihr nicht unbedingt machen. Ihr solltet alles vermeiden, was eine Animation hervorruft von euch. Verpiss dich doch mal ganz kurz weit. Danke. Ihr solltet alles vermeiden, was euch einen Animation Lock gibt. Das heißt, Walls, Paletten kaputt machen. Das solltet ihr alles nicht tun als Hexe. Ja? Und das Ding ist, dass wir, das war so klar, Leute. Ah, okay, 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 okay. Ich lasse Saschas Stream mal hier ein bisschen nebenher laufen, Leute. Uff. Mowgli, was geht? Wie geht's dir, Mann? Keks, oh Keks, ein wunderschönes Sandra. Hallöchen, hallöchen. Das wird jetzt nicht so einfach. So, wir nehmen jetzt hier den Fit. Oder auch nicht. Das war ein krasser Anhook. Von Sascha. Nicht doch, Sascha, bitte nicht. Fick doch die Scheißhenne. Wir müssen das Totem finden, Leute. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Wie sollen wir das machen, Leute? Alle fucking Luja, Leute! Was für ein Match, Jesus! Oh! Fuck, Mann! Richtig krass gespielt, richtig gut gespielt von Sascha, meine fucking Fresse. Junge, 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 Junge.
Und wir sind bei 1, Leute. Wir sind bei fucking 1. Das war intensiv. Absolut intensiv. Jedenfalls, Leute, ihr solltet... Wow, was sind das für Perks? Strider auf der Hexe? Ich bin ganz Ohr? Brutale Stärke? What? Das war frech. Claudi, wie geht's dir denn? Holy schmoly, Mann. Einen wunderschönen guten Morgen. Was geht da bei dir, Flauschig? Also der Grund, Leute, weshalb ich die Scheck-Palette zum Beispiel vorher gezogen habe, ist der, ich habe gesehen, sie macht Paletten kaputt. Sollte die nicht zwangsläufig als Hexe machen. Jemand hängt am Haken, das heißt, sie wird die Palette höchstwahrscheinlich kaputt machen in der Scheck. Und in der Zeit kann jemand dann den Anhub machen, ne? Uff. Leute. Was?